Wie soll ich da hinkommen? Oh Gott, Alter, verdammt! Wie zum Teufel? Hä? Ich tue die Welt nicht mehr. Versuchen wir es einfach mal, ja. Boah, das Level ist mir viel zu kompliziert. Da kommt man doch gar nicht lang. Außer, wir machen es ganz schlau. Und lassen die Schiene so, wie es ist. Ach, 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 wie geht dieses Level? Ach, shit. Ich hab das Gefühl, mein Let's Play geht noch 30 Parts nur wegen diesem Level. Und ich kann ja auch nicht... Ich lock den hier mal zu mir. Was? Wie hab ich... wie hab ich das jetzt geschafft? Hä? Wie? Ich sollte mich jetzt eigentlich sterben lassen, aber... Leute, ich kann es nicht fassen. Ich habe nichts gemacht und dann funktioniert es. Vielleicht liegt es auch an mir. Ja, es liegt ganz sicher an mir. Ich hab's halt drauf, Leute. Was? Jetzt aber. Hä? Warum? Ach so, wer hat hier den Jetzt ist der das mit dem Schlüssel. Komm her. Komm. Ich warte auf dich. Und zwar geduldig. Boah, bloß weg von diesem Scheiß-Level. Da muss man viel zu viel knobeln. Oh ja, ja. Endlich. Tja. Nein, wieso in die Richtung? Warum nicht in die andere? Warum? Wieso, weshalb? Oh. Spät. Boah, wenn ich jetzt noch sterbe, ey. Ich hasse das Spiel dann. Aber auf den Tod. Halt! Nein! Nein! Oh, was normale Leute. Das ist ein Krüppel und die ist hässlich. Oh Gott, Leute. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft hatte. Alter, die Typen sind doch keine normalen Leute. Kann man nur so Mist bauen? Oh. Wer die Idee für dieses Spiel hatte, den nehme ich mir vor. Und dann... Oh, diese wirklich super animierten Tokens mit hochauflösenden Texturen. Oh, wo ist noch einer? Ja, den locke ich auch mal zu mir. Man gehört, dass das so halber ein Kinderspiel sein soll. Also, wenn irgendwelche kleinen Kinder an dem Schwierigkeitsgrad auch noch verzweifeln, ey. Einfach mal versuchen. Es wird schon klappen. So. Jetzt bekommen wir noch das. Natürlich, natürlich. Ja. Also viel realistischer. Jetzt so kommen. Ja, so geht's. Ich hab die Lösung. Die Lösung. Juhu. Weil dann nämlich gehe ich
geradeaus. Und mach das weg. Erstmal schön saugen. So, ich habe das Gefühl, die Monster kriegen jetzt gehörig eins auf die Fresse. Ja, endlich mal ein Bug, der mir gefällt. Also, endlich. Hätten sie mal auch mal früher machen können. Hallo? Jetzt backt die Kamera rum. Ja, Level geschafft. Komm schon, ich will, dass er nicht so successful dasteht. Wie komme ich jetzt? Oh. Seine Beine ab der. So geht's. So. Wenn ich jetzt. Ja. Perfekt. Damit wären wir wohl am Ende des Levels. Ja! Juhu! Ja! Oh ja! Ja! Was noch ein Level? Wusstest du schon, das menschliche Skelett besteht aus etwa 45.720 Knochen? Heißt es jetzt viele Skelette oder so? Oh ne. Level 11, das heißt vorletztes Level. Nach geht. So, nein. So. Was? Wann geht's hier? Krüppelhand! Ey, leck mich doch, Was? Nein? So. Boah. Endlich trifft er mich mal nicht. Ich glaube, das wird extra so eingeplant, dass ein Made immer erwischt. Damit es schön interessanter wird. So, wenn ich dann so. So. Dann gehe ich mal geradeaus. Und dann, wenn ich dann so gehe, dann hätte ich schon wieder. Ja, dann wahrscheinlich Level gespielt. So. Erster Abzug des Levels wäre mal successful geschafft. Ja, das ist hier ganz hardcore erschreckend. Wer hatte immer meine Erzfeinde, gell? Ich was? War? Hä, der schwebt? Oh nein, er schwebt! Weg! Oh nein! Weg! Ich hab 350 Tokens. Die reichen hoffentlich, um ein paar von diesen widerlichen Marktviechern abzuschießen. Wer hat noch einen Schlüssel? Wer? Ach, das schwebende Skelett, bei dem sich der Entwickler eine Laufanimation gespart hat. Nein, hat er doch. Und weg. Jetzt muss ich nur noch dahin. Verbrauche sinnlos meine Token. Wozu?
ehrlich, ich stehe auf die Schlange, die ist einfach nur geil. Was? Naja, wenigstens hat es mir das gebracht. Ich finde es echt sozial, dass da dauernd Baldria ankommt. Kann sein, dass das Level extrem lang ist. Also nur so, ich meine mit den drei Abschnitten. Jetzt gib mal ein bisschen Gummi, wir sind hier nicht beim... Das lassen wir mal im Raum stehen, wo wir nicht sind. Und ich glaube, ja, ich muss so lang. Wo? Oh. Muss ich ganz außen rum? Wenn ich jetzt... Ich muss dahin, das heißt, ich nehme natürlich den größten Umweg, den man nur nehmen kann, nämlich so. Ein angstmachender Baum. Also ich glaube, bis man wirklich ernsthaft versucht, im Spiel in jedem Level das VIP-Token zu bekommen, sitzt man schon mal 20 Stunden länger dran als ich. Aber ganz ehrlich, kein Bock. Ja. Was? Das Endlevel. Seid ihr bereit? Finale. Oh oh. Oh oh. Den kennen wir. Oh Gott. Hat er noch rum? Oh nein. Warum? Ich mag den nicht. Der klappert so dumm rum. Und oh, mit Boost. Was? Wie? Nein, ich muss wahrscheinlich Feuer auf ihn selber. Nein, das ist viel zu kompliziert. Ja, das ist halt auch nur Spaß, das zu tun. Ja, so. Was, das ist voll... Ich verstehe, warum es wieder alle heißt, Leute. Das ist sackschwer. Und einen Moment. Kurze Unterbrechung, geht's weiter. Und ins Maul. Was? So, jetzt kriegt das ein... Hä? Ich verstehe es nicht. Warum nur? Warum? So, ne Mio. Ja, so ist gut so. Das ist perfekt, genauso wie es soll. Ja, das war die Eins. Boah, ey, ich freue mich gerade innerlich so. Ah, jetzt ich bin innerlich. Boah, so schwer ist es ja auch wieder nicht. Denn, boah, hust nur, du. Ja. Bald ist sein komischer Sack da geleert. Dann habe ich ihn. Komm, die Taktik, die ich gerade habe, ist gut. Jetzt spuck einfach. Ja, mach einfach hin. Du hast den Schaum zu machen. Ich kenne dich doch. Ja. Boah. Ja. Ohne. Oh, endlich ist dieser Spast weg. Kopf ist abgeflogen. Das hat er aber auch verdient. Soll ich es sagen? Na, sorry Leute, ich hab mich verklickt.
Ey, was ist jetzt auf einmal los? Was ist hier los? Hä? Ah ja, jetzt. Das war's mit meinem Let's Play, würde ich mal sagen. Das war das letzte Level. Dum dum. Dum dum. Oh. The End. Na, Folge kurz der Apfel. Menü. Das war's also mit meinem Let's Play von The Great Jitterous Pudding Panic. Insgesamt, sage ich mal, hat das Spiel Spaß gemacht. Auch wenn der Entwickler an manchen Stellen wirklich, wirklich mies war und an einigen Stellen Bugs drin war. Warte mal, was ist hier? Oh, ich hasse die Augen. Neue Welten in Kürze. Also wenn neue Welten rauskommen, werde ich das selbstverständlich wieder aufnehmen. Also das Spiel hat mir gefallen. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung sagen zu dem Spiel und danke fürs Zusehen, danke für jeden, der meine Videos angesehen, subscribed, positiv bewertet oder mich sogar abonniert hat. Und ich sage, wir sehen uns in meinem nächsten Let's Play. Danke fürs Zusehen. Ciao.